So, jetzt sind wirklich die Hasendraht drauf. Are you guys okay? Komm, Raffi, komm. Komm. Geil, Mann. Geil. Danke, Leute, auf jeden Fall für den Support immer. Weil nur wegen euch bin ich hier am Start. Hey und Servus zusammen. Vor kurzem hatte ich die einzigartige Gelegenheit, von Pivot Cycles zu einem exklusiven Event eingeladen zu werden, dem Pivot Palooza Camp im Brandnertal. Das Besondere an dieser Einladung war die Möglichkeit, das brandneue Shuttle AM E-Mountainbike zu testen. Das Palooza Camp versammelte nicht nur leidenschaftliche Biker der Marke Pivot selbst, sondern auch Content Creator und Pressevertreter, um gemeinsam das neueste Meisterwerk der US-Amerikaner aus Arizona auf den Trails zu erleben. Jeder Teilnehmer bekam ein eigenes Shuttle AM EMTB von Pivot Cycles für das Event zur Verfügung gestellt, was natürlich auch komplett auf die individuellen Bedürfnisse angepasst wurde. Ganz egal, ob das Fahrwerk, Reifendruck, Bremshebel oder sogar die Charakteristik des Bosch Performance CX Motors war. Nichts wurde hier dem Zufall überlassen. Neben den E-Bikes stand auch noch die weitere Flotte an Rädern zur Verfügung, sodass man vom DH-Bike über Enduro bis hin zum Trailbike eigentlich alles ausprobieren konnte. Kleiner Spoiler an der Stelle, leider hatte ich dafür keine Zeit. Sorry Leute, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann die nächste Möglichkeit dafür. Nach vielen interessanten Gesprächen und spannenden Informationen zur Marke und den Bikes ging es zum gemütlichen Teil und dem After-Ride-Bier über. Auch wenn das Ride heute gar nicht stattgefunden hat, aber es wurde wenigstens alles bereit und fertig für morgen gemacht. Am Abend ging es dann noch gemeinsam essen, bevor es am nächsten Tag direkt zu den Zelten und in Richtung der E-Bikes ging. Morgen. Da ist das Gerät für heute, für mich, eingestellt. Fahrwerk, alles soweit, tippitoppi. Ich habe schon Bock. Ich habe schon Bock. Hier natürlich auch die neue Transmission hier am Stissel. Das Rad gibt es ja auch nochmal mit dem Race-Motor. Hier ist ja jetzt der normale, in Anführungsstrichen, Bosch CX verbaut. Also meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Aber Race-Motor ist natürlich auch eine geile Sache in dem Rad. Bin ich mal gespannt. Ich zeige es euch später nochmal ein bisschen im Detail. Aber jetzt habe ich Bock zu fahren. Man sieht, die Sonne kommt ein bisschen raus hier oben. Ob es abtrocknet, ich glaube eher nicht, aber we will see. Wir fahren auf jeden Fall erstmal eine schöne kleine Runde irgendwie da runter. Ja, geil, Mann. Geil. Danke, Leute, auf jeden Fall für den Support immer, weil nur wegen euch bin ich hier am Start und darf an so Events teilnehmen und so Räder fahren. Super lässig. Da geht's bis zum Ende, da hoch. Eins noch? Ja, ja. Geht schon eins, ja. Bis auf die Spitze. Eins, aber jetzt nicht hier gerade. Fahrlinie, oder? Fahrlinie. Die Aussage war, wir können voll Turbo durchfahren. Der Akku würde reichen. Spannend, hier gebe ich schon mal alles. Die ersten paar hundert Höhenmeter sind gemacht. Wir fahren in Richtung der Trails. Ich muss sagen, selbst auf den ersten Metern hier über Forststraßen und so weiter, merkt man doch, dass das Rad relativ leicht ist, am Vorderrad vor allen Dingen. Lässt sich irgendwie gut anheben. Ich bin gespannt auf die Performance auf dem Trail, ich glaube aber, dass es echt richtig geil funktioniert. Was mich freut, ist, dass auch in dem Bike mal wieder eine 36er Fox drin ist, weil der wahrscheinlich in ein paar Videos bei mir schon gehört, es muss nicht immer eine 38er sein, je nachdem, wo man unterwegs ist. Reicht dann auch die 36er für mich, weil so vom Gefühl her, ja, flext die einfach ein bisschen mehr, so einfach mein Feeling, fällt sich dann ganz geil. Nachdem wir gemeinsam einige Höhenmeter nach oben pedaliert sind und das E-Bike testen konnten, wurde, bevor es auf die Trails ging, die schöne Aussicht genossen und wir tauschten uns über die ersten Eindrücke im Uphill aus.
Bevor wir jetzt aber in den ersten Trail starten, muss ich einfach noch mal kurz über das Rad selbst reden. Das Shuttle AM im neuen Look und zum ersten Mal in der Pivot-Geschichte mit Bosch-Motor. Leichtfüßige Agilität und genügend Federweg, jedenfalls für mich, denn die 148 mm am Heck funktionieren schon richtig gut und fühlen sich für mich nach mehr an. Und über den Eindruck der 160 mm Federgabel bekommt ihr hier im Video noch einiges mit. Gefühlt ist das der Sweet Spot für jeden All-Mountain-Enthusiasten. Das Rad kommt mit 29 Zoll Laufrädern, ist aber Mallet-kompatibel, sofern ihr in 27,5 Zoll Hinterrad fahren möchtet. Der Bosch Performance CX kommt mit 750 Wattstunden Akku fest verbaut und glücklicherweise mit einem clean Look in Bezug auf Display und Remote. Für mich stellt das Shuttle AM den wohl perfekten Begleiter für Touren und Abenteuer dar, die ich so mache, und muss sagen, dass das Rad sicher zu meinen bisherigen EMTB-Favoriten zählt. Alrighty, oben angekommen, let's go. Erste Runde ist mit dem Shuttle All Mountain. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnen jetzt. Es hat hier jetzt ordentlich geregnet, vergangene Nacht. Ja, es hat schon ein bisschen Chilly Willy machen, aber ich muss sagen, schon die ersten Bäder sind geil. Merkt direkt, wie schön sich das Rad doch fährt, schön wendig. Nice Stein, richtig geil. Oh, ich hab den fettesten Stein eben hochgeballert. Eieiei. Yeah. Oh. Whoa. Okay. A little bit slippery, right? Oh, right. Today. Not good. Schon echt handlich zu fahren wieder. Es freut mich so, dass der hier 36er am Schlüssel ist. So geil. So, zum Glück ist hier Hasendraht drauf. Oh! Yeah, you guys okay? Whoa! You need help? Yeah, okay. You're welcome. Ein Haufen Spanier hier mit am Start. Und ich glaube, die kennen nicht das nasse Holz. Ja. Junge, Junge, auf dem North Shore war wild. Da hat in jeder Kurve jemand gelegen. Weil die Dinger echt richtig, richtig rutschig waren. Was mir echt auffällt und mega Spaß macht, ist, obwohl ich jetzt zwei, dreimal schon gesagt habe, die 36er vorne, die läuft einfach irgendwie gut durch. Für so Trails, glaube ich, jetzt wie der hier zum Beispiel, die nicht zu wild sind, auch absolut ausreichend. Ich habe echt schon überlegt, bei meinem GLP, bei meinem Labier, was ich habe, umzurüsten und eine 36er nochmal reinzuhängen. Einfach aus den Gründen, weil ich finde, sie flext ein bisschen mehr.
mit dem Rad hier, mit dem Old Mountain, brauche ich safe mehr Zeit. Leider ist es eigentlich nur so heute möglich, das Ding zu fahren, aber who knows, vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Chance, aber bisher kann ich auf jeden Fall sagen, das Teil macht echt richtig, richtig Spaß. Ja, da wird wieder geflickt. Irgendwie ist immer ein Problem, wenn ich unterwegs bin. Dann haben die Leute anscheinend jedes Mal Platten und sind nur am Pumpen. Flo, viele Grüße auf jeden Fall an dich in dem Moment. Und jetzt lässt er pumpen, ist auch gut. Ist ein guter Service. Ja. Junge, Junge, hier liegen auf jeden Fall ein paar Schätze. Hier ist meins. Leicht dirty, aber auf jeden Fall kein Platten. Schon mal gut. Aber die anderen Boys hier haben sich Platten gefahren. Zwei Stück hatten wir jetzt, bevor es weitergeht. Aber Leute, sagt mal ganz ehrlich, das ist doch ein richtig, richtig hübsches Rad, oder? Hier kannst du nochmal ein bisschen Geometrie verstellen zwischen Low und High. Chip. Also kannst du es nochmal ein bisschen auf dich anpassen. Und was mir natürlich mega gut gefällt, sind jetzt beispielsweise hier die Einlässe von den ganzen Leitungen. Das sieht echt clean aus, ne? Also richtig schön. Anscheinend sind im Rahmen hier auch Röhrchen verlegt. Das bedeutet, im Servicefall kannst du hier oben einfach das locker machen, hier unten das Ding locker machen. Und dann jetzt beispielsweise die Leitung hier durchziehen, was natürlich auch ganz geil ist, dass das relativ gut funktioniert. So Verarbeitung vom Rahmen, boah, bin ich schon geflasht. Und das Rad macht neben dem Shuttle SL, was ich ja schon gefahren bin hier, richtig, richtig Laune. Geiles Teil. So, jetzt wird er gepumpt und dann geht's weiter auf dem Trail. Jawohl, let's go. Komm, Raffi, komm. Pump, pump. So dicke Arme habe ich halt. Komm. Nach dem ganzen Flicken, Pumpen und Reparieren ging es bis zum Ende des Trails und anschließend wieder in Richtung Berg. Hier natürlich wieder unterstützt von den E-Bikes. Im nächsten Video seht ihr einen der schönsten Trails unserer Runde und bekommt einen Eindruck, was ich noch alles auf dem Pivot Palooza erlebt habe. Wenn ihr also darauf Bock habt, lasst mir doch ein Abo da. Liked das Video und schreibt in die Kommentare, wie euch das Pivot Shuttle AM gefällt. Danke Leute für euren Support. Ihr seid einfach die Besten. Bis zum nächsten Video. Euer Toffer.